Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen, lieber Zuseher. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute einen speziellen Gast, nämlich Birgit Susanne. Und sie hat mich zu einer Konferenz eingeladen, die mich sehr angesprochen hat. Und weil ich es immer schön finde, den Menschen hinter einem Link zu wissen, weil ich verschicke diese Links natürlich in meiner Community und ich finde es immer schön, den Menschen dahinter kennenzulernen. Also möchte ich heute Birgit Susanne vor den Vorhang holen. Herzlich willkommen, liebe Birgit. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Liebe Michelle, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit und für die wunderbare Vorstellung, die du hier für mich gemacht hast. Vielen Dank dafür. Ja, gern, meine Liebe. Erzähl, also die Konferenz ist kein Kongress, sondern eine Konferenz, heißt Vater, Mutter, Mal. Das hat mich schon mal sehr angesprochen, hat mich interessiert, was steckt dahinter. Aber vor allem möchte ich dich bitten, ein bisschen über dich zu erzählen. Wie kam es dazu, dass du früher Kongresse, jetzt Konferenzen veranstaltest? Wer ist Birgit? Ja, wer ist Birgit? Das ist eine ganz große Frage. Wo setzt man da an, liebe Michelle? Gut, ich bin ursprünglich Heilpraktikerin und habe mich damit natürlich sehr viel auch mit Menschen und aber auch natürlich mit dem Inneren eines Menschen beschäftigt, was einen bewegt. Habe sehr viel auch gehört von den Menschen, die eben zu mir dann auch kamen und habe immer wieder auch erfahren, es sind oft viele seelische Zusammenhänge, die sich dann auch körperlich einfach zeigen. Ne? Das wirst du ja selber genauso auch wissen wie ich. Und es ist nichts zufällig im Leben, was man erlebt, wie das Leben verläuft, was passiert, aber auch wie sich vielleicht körperliche Beschwerden zeigen. Ne? Und darum hatte ich mich dann tiefer vor allem auch mit dem Thema Weiblichkeit, weibliche Urkraft beschäftigt, weil sehr viele Frauen auch zu mir kamen und habe darüber dann auch erfahren. Darüber kamen dann auch meine ersten Kongresse. Ich habe drei Female Spirit Power Kongresse in 2022 und 23 veranstaltet. Es ging dabei einfach diese weibliche Urkraft, diese weibliche Energie in sich erstmal wieder zu spüren, zu erleben, weil wenn die nicht mehr gelebt wird, die nicht mehr intakt ist oder auch von unseren Vorfahren nicht intakt weitergegeben werden konnte, sehr viel Verletzungen sind in diesem Bereich passiert, Missbrauch ist geschehen, aber auch ja, in der Gesellschaft, im Familiären, es wurde vieles nichts mehr so gelebt, wie es gelebt werden gehörte oder wollte. Und damit ist sehr viel in Menschen auch passiert und verändert worden. Genauso aber auch die männliche Kraft gehört auch mit dazu, denn auch beides leben wir uns, egal ob als Mann oder als Frau. Und beides will ausgeglichen geheilt werden, besonders auch für die jetzige Zeit. Wir haben jetzt eine ganz neue Zeitqualität und da ist es wichtig, dass jeder Mensch in seiner Individualität hier steht, seine männlichen, weiblichen Energien ausgleicht. Und damit auch dann erst in seine wahre Essenz, in seine wahre Schöpferkraft kommt. Und damit aber auch natürlich was ganz anderes im Außen anziehen kann, präsentiert und natürlich damit auch eine Transformation in seinem menschlichen Umfeld mit auslöst. Und das ist wichtig natürlich nicht nur für unser eigenes Leben, sondern auch für die Beziehungen, für unsere Welt im Allgemeinen, aber auch für unsere Mutter Erde. Und darum war mir das für mich ein ganz großes Herzensanliegen und hatte dann aber auch natürlich gemerkt, es geht noch viel, viel, viel tiefer. Und wir kommen in diese Energien nur dann wirklich ran, wenn wir unsere Herkunftsfamilie anschauen. Das, was wir wirklich zutiefst mitbekommen haben, schon vorgeburtlich, dann aber auch nach der Geburt, das sind die tiefsten Prägungen, die bis auf die zellulare Struktur einfach gehen und angeschaut werden wollen. Hier sitzen unsere tiefsten Ängste, unsere tiefsten Defizite, Blockaden, Schmerzen, Verletzungen. Und erst wenn wir die wirklich angeschaut haben, können wir weitergehen, uns auch freier entwickeln und wirklich erst in unser wahres Sein auch kommen. Und so entstand jetzt eben diese Konferenz, diese Vater-Mutter-Mal-Konferenz, die ich jetzt als noch viel weitergehend empfinde. Ich habe es auch mit den Interviews erlebt, so tiefgehend. Ich dachte immer, ja, ich weiß schon viel, ich bin sattelfest, ich weiß schon, wo es lang geht, alles klar. Und habe dann aber erlebt, ich weiß noch lang nicht alles und es geht immer weiter und es geht weiter. Und es hat auch in mir gerüttelt und gebebt und ich musste manchmal schlucken während dem Gespräch. Und ich habe es aber auch bei den Sprechern gemerkt, dass es auch da so ist, das sind ganz tiefe, ganz zarte Punkte, die manchmal auch wirklich zu Tränen gerührt haben.
Und auch energetisch dann im Raum, im Feld wirklich auch bewegt haben. Also es ist wirklich immens, was hier passiert. Allein das Anschauen und ich durfte es auch wieder beobachten, dann beim Interviews nochmal überarbeiten, vorbereiten für die Konferenz. Auch da merkte ich, es ist so viel drin, so viel Potenzial. Man kann es oft mit einmal anschauen oder auch mit dem Interview führen gar nicht alles erfassen. Es ist wirklich notwendig, dass man es nochmals und nochmals anschaut und es passieren immer weitere Aha-Effekte und es setzt sich tiefer. Und dafür bin ich unendlich dankbar, liebe Michelle. Ich finde es so schön, diese Kongresse oder Konferenzen haben so eine, aus meiner Sicht, aus meinem Gefühl, so eine Katalysatorfunktion, weil sie in uns ganz viel bewegen. Und darum finde ich schön, dass diese Interviews nicht nur an dem Tag, an dem jeweiligen gibt, sondern auch im Kongresspaket dann zum Wiederanschauen, so wie du sagst. Denn ich finde, all das, was wir da gemeinsam erschaffen, du, deine Interviewpartner, Partnerinnen, ich auch in meiner Arbeit, ist das, was wir brauchen, um die neue Erde zu kreieren gemeinsam. Ich habe also, morgen kommt mein Neue-Erde-Buch heraus und da passt das so gut. Ja? Also ich freue mich total. Das ist so richtig orchestriert vom Universum, habe ich das Gefühl. Ja? Sag, wie kamst du auf den Begriff Mutter, Vater, Mal? Das ist ja ganz interessant. Ja, das ist eine spannende Frage, Michelle. Ja, ich habe mir lange überlegt, wie finde ich einen passenden Titel, ne? Vor allem, dass auch gleich irgendwo in jedem möglichst was passiert, wenn ihr den Titel hört und vielleicht ein bisschen auch an was erinnert wird. Das Muttermal ist ja recht bekannt bei uns und das Muttermal ist für mich einfach etwas, was mich kennzeichnet, was ich mitbekommen habe, ob ich es will oder nicht. Es ist einfach da, ob es Schönheitsideal ist oder nicht. Es ist da, ne? Und so sind wir gezwungen, uns mit uns auseinanderzusetzen, auch körperlich, genauso auch geistig und seelisch. Es sind die tiefsten Prägungen und es sind einfach diese Male, die wir oft auch dankbar annehmen dürfen von unseren Eltern. Es sind positive Male als auch negative Male. Wir dürfen sie betrachten, wie wir wollen. Es ist einfach alles, was uns ausmacht. Und es ist ein Teil von uns, ob wir es wollen oder nicht. Und wir können es nur anschauen und ja sagen. Und dann, wenn es transformiert gehört, auch transformieren. Und darum fand ich es einfach ein wunderschöner, passender Titel und vor allem auch viel aussagend, dass einfach auch eine Vorstellung gleich entsteht, um was geht es hier eigentlich? Weil wir sind wirklich einfach mehrdimensionale Wesen. Körper, Seele, Geist sind eine untrennbare Einheit. Und es zeichnet sich auch alles, was wir sind, auf allen Ebenen wider. Das können wir nicht ändern. Und ich denke, es soll auch so sein, dass wir eben bewusst hinschauen, was ist mit mir und warum bin ich so und warum passiert mir dies im Leben und warum komme ich da nicht weiter und warum bin ich unglücklich in meiner Beziehung? Es spielt ja überall alles mit hinein und ob es uns bewusst ist oder nicht. Und das sind auch, denke ich, die größten Aufgaben, die wir im Leben einfach mitbekommen, diese anzugehen. Und ich denke, das sind auch die Aufgaben, die uns unsere Vorfahren an uns weitergeben. Ich konnte es nicht lösen oder das ist einfach schiefgelaufen. Du bist an nächster Stelle. Nimm die Fackel und geh weiter. Ja. Und Ich wäre gespannt, wie dieser Begriff, so wie du sagst, das sagt ja sehr viel aus, Menschen völlig verschieden triggert. Ja? Es gibt Menschen, die sich solche Mutter, also speziell im Gesicht, ich denke jetzt ans Gesicht, ja, sich solche Muttermale wegnehmen lassen. Und es gibt Menschen, die lassen es so quasi als ihre Persönlichkeit. Und es gibt sogar Menschen, also früher war es das sogenannte Schönheitsmal. Ja, das gibt es ja auch, diesen Begriff. Also es ist ganz spannend, da ist, so wie du sagst, es geht immer weiter in die Tiefe. Zuerst ist so ein Begriff, der sagt, aha, interessant. Dann geht man in die Tiefe und findet ganz, ganz spannende, ja, Nuggets in der Tiefe oder Perlen. Ja. Auf jeden Fall Ausdruck unserer Einzigartigkeit, die ja mit unserer Ahnenreihe ganz stark verbunden ist. Ja. Ja, magst du ein paar Themen ansprechen? Geht jetzt gar nicht so sehr um die Experten, Expertinnen, die ich spannend finde. Also ich habe da natürlich reingeschaut, aber ein paar Themen, die da ganz wichtig sind. sehr, sehr gerne. Es sind viele wunderbare, großartige Experten, Menschen mit dabei. Und ich bin dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte mit diesem Gespräch. Und es ist wunderbar, wie viel Erfahrungsschatz da dahinter steckt bei jedem Einzelnen.
Es sind zig verschiedene Bereiche vertreten. Das ist mir ganz arg wichtig gewesen. Ich habe stark geschaut, dass die Psychologie mit dabei ist, mit wunderbaren Menschen. Ich habe geschaut, dass vor allem auch Kriegstraumen mit dabei ist. Ein ganz großes Kapitel bei uns, vor allem hier im Dachraum in Österreich, Deutschland und in der Schweiz. Ein Thema, das oft bis heute noch weggedrückt wurde in den Familien, weil es peinlich ist, weil man nicht hinschauen möchte, weil Dinge passiert sind, denen man hilflos ausgeliefert war, egal auf welcher Seite. Und man war gezwungen, etwas mitzumachen und mitzutragen und hat natürlich auch Angst. Angst im Nachhinein, Angst hinzuschauen, Angst zu sagen, ja, auch da gab es bei uns was, ja, auch da haben wir was mitbekommen, es ist kein Thema mehr. Und aber auch wenn es kein Thema ist, etwas Totgeschwiegenes, auch die ganzen Schocks, diese ganze Traumatisierungen, die da passiert sind, egal ob bei den Männern im Krieg, bei den Frauen zu Hause, es hat sich hier sehr, sehr viel in uns im Gewebe einfach abgesetzt. Und man wundert sich heute, warum reagiere ich so? Warum habe ich da unbewusste Ängste? Warum bekomme ich da Panikattacken? Und warum kann ich mich da nicht hinstehen und frei zeigen? Gerade jetzt, wo das getriggert wird, ne? Genau, Also der richtig. Krieg kommt ja näher, also der möchte ja gesehen werden, ja? Auf jeden Fall. Und genauso auch die innere Kindarbeit ist unendlich wertvoll und wichtig. Auch darum geht es, ne? Weil das ist das unbewusste kleine Kind, was Mängel erfahren hat oder auch gelitten hat. Und das wir nach wie vor in uns als Erwachsener in uns tragen und unbewusst auch weiter damit durchs Leben gehen. Und auch wenn sie nicht spüren, so verhalten wir uns in unserer Partnerschaft. Und unbewusst werden diese Defizite eingefordert vom Partner. Und wir wundern uns, dass der Partner dann so auf uns reagiert, uns nicht mehr als erwachsener Mensch vielleicht sogar wahrnehmen kann. Und da laufen so viele Prozesse im Unterbewusstsein. Wir wundern uns, warum klappt das im Leben nicht und jenes nicht. Und darum ist dieses Feld auch so wichtig, hier das innere Kind anzuschauen, sich zu beschäftigen, was ist das innere Kind und wie sieht meines aus? Und vor allem, was braucht es jetzt dringend von mir, um für uns weitergehen zu können? Genauso ein weiter großer Punkt ist natürlich auch die Spiritualität, vor allem auch das Feld des Jenseits. Viele haben von uns ungeborene Zwillinge und die triggern uns auch ganz schön im Leben. Das durfte ich auch schon erfahren. Genauso aber auch unsere lieben Angehörigen, die schon von uns gegangen sind, ob es jetzt Vater oder Mutter ist oder auch die Großeltern. Und das ist auch schön, wenn wir da hinschauen dürfen, erfahren dürfen, wie dürfen wir damit umgehen und wie sieht es im Jenseits aus? Und was haben sie uns zu sagen? Was geben sie jetzt noch mit oder an uns weiter? Und so war es mir ein Anliegen, zig verschiedene Facetten wirklich auch zu beleuchten, sodass möglichst ein großes Feld auch entsteht, viele Aha-Effekte reingepackt sind, um dann einfach auch für mich weitergehen zu können. Und ich glaube, das ist in diesem Rahmen recht gut gelungen. Und da bin ich wirklich auch jedem einzelnen Sprecher, der dabei ist, unendlich dankbar für das, was er einfach hier mit reingegeben hat. Meine Erfahrung zeigt von anderen Kongressen oder Konferenzen, dass gerade im Veranstalter, in der Veranstalterin sehr vieles auch passiert. Also ich habe das Gefühl, dass in diesen Interviews, die du geführt hast, die du geleitet, die du begleitet hast, aber natürlich auch in dir sehr viel passiert ist. Kannst du das schon jetzt irgendwo wahrnehmen oder ist es noch zu früh? Liebe Michelle, ich habe das schon während dem gemerkt und zwar heftig. Heftig. Es passieren viele Dinge, viele unbewusste Prozesse, die man manchmal gar nicht vom Verstand her richtig beschreiben kann. Aber es hat extrem viel berührt und ich durfte dadurch auch immer wieder Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel beleuchten, der mir davor gar nicht kam. Es hat sich emotional sehr viel in mir bewegt. Man wird es auch sehen in den Interviews, in den Gesprächen. Ich werde immer wieder ganz andere Gesichtsausdrücke haben. Das lässt sich nicht vermeiden, wo ich ganz sehr getriggert wurde, wo ich ganz, ja, auch manchmal den Tränen nahe war, wo ich merkte, oh, da sitzt unendlich viel, was rauskommen möchte, ne? Obwohl ich mir davor so sicher war, ich bin sattelfest und ich weiß eh schon Bescheid, ich weiß, wo es lang geht. Und ich hätte es nicht geglaubt. Ich kann es nur noch mal betonen, was hier alles passiert. Und ich bin auch froh darüber. Es hat in mir noch mal sehr viel auch Bewusstheit geschafft über mich selbst,
viele Impulse gegeben, wo ich für mich auch nochmal hinschauen darf und weitergehen darf. Und vor allem wurde mir auch damit klar, es passiert viel mit unserer Arbeit, die wir hier leisten, mit jedem einzelnen Sprecher, mit jedem Kongress, der hier draußen läuft, mit jeder Veranstaltung. Es ist so ein Schatz für uns alle und so wertvoll für diese Zeit. Weil mir wird immer wieder auch klar, auch wenn wir meinen, wir sind schon so weit, wir wissen alles, wir haben alles schon 100 Mal gehört, aber ich durfte für mich selber auch nochmal ganz deutlich erfahren, gehört reicht nicht aus. Man muss wirklich innerlich mitgehen und dann erst passiert eine Veränderung. Und wo ich auch ein innerliches Ja sagen und weiter an sich arbeiten wollen. Und ich glaube, darum geht es jetzt, weil wir alle haben unsere Zukunft jetzt in der Hand. Und ich denke, das ist wichtiger denn je für uns und für den Planeten, wie wir weitergehen, wie unser Weltbild weiter aussehen wird. Und das, was wir damit dann auch ausstrahlen, unser Mindset, das wir damit auch verändern, das prägt dann auch die äußere Welt. Und das manifestiert sich auch vor allem der jetzigen Zeit schneller denn je. Und da bin ich deshalb auch unendlich dankbar, dass ich hier ein ganz kleiner Teil sein darf, der hier mitwirkt. Und darum sage ich an dieser Stelle auch nochmal wirklich von Herzen allen Beteiligten Danke, dir als Zuhörer, dir als Teilnehmer, du, wo du mitmachst, genauso auch jeden einzelnen Sprecher von Herzen danke für das, was sie hier eingeben an Zeit, an Energie, an ihrem persönlichen Wissen, an ihrer Erfahrung und auch an ihrer Professionalität, was sie aus ihrem ganzen beruflichen Erfahrungsschatz mit hineingeben. Es ist einfach unersetzlich. Das Schöne ist ja, dass alles, was wir an uns heilen, heilen wir an der Welt. Also all diese zum Teil kleinen, mittleren, oft auch großen Heilungsprozesse sind wirklich das, was uns auf die neue Erde vorbereitet, ja, und wirklich einstimmt auf die fünfte Dimension, auf höhere Dimensionen, ja. Ich danke dir ganz herzlich. Magst du noch einen letzten Gedanken mitgeben? Einen letzten Gedanken, lass mich mal ganz kurz überlegen. Einen letzten Gedanken. Es ist jetzt die Zeit, dabei zu sein. Es ist jetzt die Zeit, für jeden Einzelnen hinzuschauen, für sich selbst. Und was ich viele Jahre lange auch gemacht habe und was auch verkehrt war, das muss ich mir jetzt auch ganz sehr auf die Nase schreiben. Ich habe immer sehr im Außen geschaut. Immer sehr im Außen geschaut, auf die anderen geschaut, immer geschaut, wo ist ein Fehler? Das war schon unterbewusst in mir. Und jetzt durfte ich ganz intensiv lernen und für mich bewusst werden, ich muss bei mir arbeiten. Ich muss jetzt wirklich in dieser Sekunde anfangen, bei mir anzusetzen, mich anzuschauen, all meine Gefühle bewusst wahrzunehmen. Warum reagiere ich so? Warum empfinde ich so? Und warum erlebe ich das so und tiefer gehen, um damit wirklich mich erstmal frei entfalten zu können, mein Potenzial zu entdecken und dann aber auch ganz anders für mich selbst im Leben dazustehen, genauso aber auch für die Erde. Und ich glaube, das ist unsere einzige und größte Aufgabe, die wir hier im Leben eigentlich haben, warum wir alle jetzt gerade auch hier sind. Und die Wurzel sehe ich, die große, wichtige Wurzel sehe ich eben bei dem, was wir von Mutter und Vater mitbekommen haben, bei unserer Herkunftsfamilie. Und das ist mein Herzensanliegen an jeden Einzelnen, für uns alle, dieses Bewusstsein für sich zu schaffen und diese Bereitschaft, jetzt wirklich mit vollem Herzen für sich selbst da zu sein, sich selbstbewusst wahrnehmen und in die Umsetzung kommen. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und ich danke dir auch, dass du diese Konferenz veranstaltest. Denn ich weiß, da hängt sehr, sehr viel Arbeit drin, sehr viel Herzblut, sehr viel Zeit und Energie, aber vor allem, ja, vor allem Herz. Also ich spüre da bei dir so ganz stark, so da, dass das Herz ist ganz groß. Und es fühlt sich gut an und ich sage dir ganz, ganz herzlich danke. Danke, danke, danke. Liebe Michelle, ich danke dir von ganzem Herzen für all das, was du hier mit hineingibst. Und ja, ich mache es von Herzen gerne. Das spürt man, glaube ich, auch. Dankeschön. Ja, und dir als Zuseher und Zuseherin danke ich fürs Dabeisein, fürs Mitschwingen. Unterhalb von diesem Video findest du den Anmeldelink. Sei dabei. Und ja, lass dich mitnehmen in ein paar Tage, die dein Leben, glaube ich, verändern werden. Zum Positiven. Bin ich überzeugt. Ich danke. Danke dir.